Ach, ja. Hab euch gar nicht bemerkt. Ja, auf den Trichter gekommen, klar. Kommt man ja öfter auf den Trichter, auf einen anderen Trichter. Ja, da habe ich einen Trichter-Lautsprecher bekommen aus den 20er Jahren. Wie wir sehen hier, hat der mal feucht gelegen. Der ist ziemlich kaputt oben drauf. Furnier beschädigt. Ich habe da mal Furnier besorgt. Wie wir sehen, habe ich hier schon geflickt. Gestern habe ich hier geflickt, damit auch schön die Wölbung ist, habe ich ein Klötzchen genommen und habe das einfach hier festgeklemmt. So, es hat sich gebogen und der Vorhang angepasst. Die ganze Geschichte, die sehen wir einfach so. Ich habe es jetzt ja gerade angezeichnet. Hier habe ich ein Stück Furnier. Dann nehme ich einfach die Schere hier, schneide mir das schön passend ab. Voilà. So. Und dann hier setzen wir das einfach hier an. So, so. Jetzt ist es richtig rum. Okay. Ja, jetzt haben wir natürlich hier noch altes Furnier drunter. Dann nehmen wir einfach einen Stift hier. Ganz einfach. Hoppla, ist er weg. Zack, da haben wir schon wieder. Und 100 Maß. So, und dann, jo, dann zeichne ich einfach an, in welchem Maße ich das hier rausschneide. So, um den Platz für das neue Furnier anzufertigen. Das heißt, hier schön, ja, wunderbar. Hier haben wir mit ein sehr scharfes Cuttermesser, das muss man dafür haben. Und dann schneidet man hier ein Stück Furnier raus. So. Dieses Stück Furnier ist sehr fest, muss ich sagen. Ihr wisst ja selber, wenn was losgehen soll, dann geht es nicht los. Aber hier haben wir gewonnen. Hier haben wir das Stück fein säuberlich rausbekommen. So, dann haben wir unser Stück Furnier. Machen noch mal eine Probe. Das sieht gut aus. Das sieht so aus, wie dafür gemacht. Ja. Da machen wir jetzt ganz einfach mal Ponal-Holzlein drunter. Schleifen das ein bisschen an. Da haben wir natürlich allerhand zu tun hier. Das ist meine bunte Bastelkiste. So, schleifen das ein bisschen sauber. Hier ist ja auch ein bisschen Schmutz im Laufe der Jahre. So. Jetzt schön den Leim runter machen. So. Überflüssiges wird gleich abgeputzt. Wir nehmen dazu einen Lappen. Ja, streichen die ganze Fabrik hier. Zack. Jetzt kommt gleich wieder unsere alte Wäscheklammer zum Einsatz. Ach Mist. So, jetzt habe ich es. So. Jawohl. So. Einmal andrücken. Läppchen nehmen. Überflüssigen Kleber entfernen. Klammer setzen. Den Holzklotz natürlich auch nicht vergessen. So. Und jetzt? Jetzt warten wir es einfach ab, bis das hart geworden ist. Die ganze Geschichte hier schleift man hier ein bisschen an, wenn sie dann hart geworden ist. Überflüssigen Kleber, der noch ein bisschen sich rausgequollen hat. Ja, und wenn nachher, mal hier, so was Schönes, seht ihr, hier. Schauen wir mal, ob wieder alles so klappt hier. Die sind immer lecker zugemacht, die Teile hier. Aber wie wir sehen wir alles, nehmen wir nichts. So, hier haben wir so ein bisschen Zeug drin hier. Ja, schön, Pampelacke. Ja, kennt ja jeder noch von früher aus der Matsche. Ja, ich nehme da nur sehr wenig von. Und arbeite das mit dem Finger hier rein in die Ritze.
noch was für die andere Seite. So. Wenn das hart geworden ist, machen wir das auch bei den anderen Stellen. Dann beizen wir das bei. Wenn es dann fertig ist, ja, dann würde ich sagen, dann kommt er mal wieder gucken. Dann weiß